Arthur Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. Komplette Lesung. Gelesen von Volker Braumann. Woche für Woche. Ein Paragraph. Paragraph 40. Weil die Gegensätze sich erläutern, mag hier die Bemerkung ihre Stelle finden, dass das eigentliche Gegenteil des Erhabenen etwas ist, was man auf den ersten Blick wohl nicht dafür erkennt. Das Reizende. Ich verstehe aber hierunter dasjenige, was den Willen, dadurch, dass es ihm die Gewährung, die Erfüllung unmittelbar vorhält, aufregt. Entstand das Gefühl des Erhabenen dadurch, dass ein dem Willen geradezu ungünstiger Gegenstand Objekt der reinen Kontemplation wird, die dann nur durch eine stete Abwendung vom Willen und Erhebung über sein Interesse erhalten wird, welches eben die Erhabenheit der Stimmung ausmacht, so zieht dagegen das Reizende dem Beschauer aus der reinen Kontemplation, die zu jeder Auffassung des Schönen erfordert ist, herab, indem er seinen Willen durch demselben unmittelbar zusagende Gegenstände notwendig aufreizt, wodurch der Betrachter nicht mehr reines Subjekt des Erkennens bleibt, sondern zum bedürftigen, abhängigen Subjekt des Wollens wird. Dass man gewöhnlich jedes Schöne von der heiteren Art reizend nennt, ist ein, durch Mangel an richtiger Unterscheidung, zu weit gefasster Begriff, den ich ganz beiseite setzen, ja, missbilligen muss. Im angegebenen und erklärten Sinn aber finde ich im Gebiete der Kunst nur zwei Arten des Reizenden und beide ihrer unwürdig. Die eine, recht niedrige, im Stillleben der Niederländer, wenn es sich dahin verirrt, dass die dargestellten Gegenstände Esswaren sind, die durch ihre täuschende Darstellung notwendig den Appetit darauf erregen, welches eben eine Aufregung des Willens ist, die jeder ästhetischen Kontemplation des Gegenstandes ein Ende macht. Gemaltes Obst ist noch zulässig, da es als weitere Entwicklung der Blume und durch Form und Farbe als ein schönes Naturprodukt sich darbietet, ohne dass man geradezu genötigt ist, an seine Essbarkeit zu denken. Aber leider finden wir oft mit täuschender Natürlichkeit aufgetischte und zubereitete Speisen. Austern, Heringe, Seekrebse, Butterbrot, Bier, Wein und so weiter. Ja, was ganz verwerflich ist. In der Historienmalerei und Bildhauerei besteht das Reizende in nackten Gestalten, deren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungsart darauf hinzielt, im Beschauer Lüsternheit zu erregen, wodurch die rein ästhetische Betrachtung sogleich aufgehoben, also dem Zweck der Kunst entgegengearbeitet wird. Dieser Fehler entspricht ganz und gar dem soeben an den Niederländern gerügten. Die Antiken sind,
bei aller Schönheit und völliger Nacktheit der Gestalten, fast immer davon frei. Weil der Künstler selbst mit rein objektivem, von der idealen Schönheit erfülltem Geiste sie schuf. Nicht im Geiste subjektiver, schnöder Begierde. Das Reizende ist also in der Kunst überall zu vermeiden. Es gibt auch ein negativ Reizendes, welches noch verwerflicher als das eben erörterte positiv Reizende ist. Und dieses ist das Ekelhafte. Eben wie das eigentlich Reizende erweckt es den Willen des Beschauers und zerstört dadurch die rein ästhetische Betrachtung. Aber es ist ein heftiges Nichtwollen, ein Widerstreben, was dadurch angeregt wird. Es erweckt den Willen, indem es ihm Gegenstände seines Abscheus vorhält. Daher hat man von je erkannt, dass es in der Kunst durchaus unzulässig sei, wo doch selbst das Hässliche, solange es nicht ekelhaft ist, an der rechten Stelle gelitten werden kann. Wie wir weiter unten sehen werden. Der Paragraph 40 in Nietzsche. Das eigentliche Gegenteil des Erhabenen ist das Reizende. Schopenhauer versteht unter dem Reizenden dasjenige, was den Willen aufregt, und zwar dadurch, dass es ihm die Gewährung, die Erfüllung unmittelbar vorhält. Daher reißt das Reizende dem Beschauer aus der reinen Kontemplation. Der Betrachter wird wieder zum bedürftigen, abhängigen Subjekt des Wollens. Aufgrund dessen ist das Reizende in der Kunst überall zu vermeiden.